Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Episode von Let's Play Hearthstone. Ja, euch zwei brauche ich nicht auf meiner Starthand, das wäre kontraproduktiv. Und das sieht für den Start schon, sieht nice aus. Wie viele Runden ich heute spielen werde, weiß ich noch nicht. Ich denke so zwei oder drei werden es wohl wieder sein. Hat jemand den Arzt gerufen? Was? Wollte der gerade mich heilen? Oder habe ich es jetzt nur eingebildet? Ja, egal. Komm schon. Schleim. Gut. Ja. Das Krokodil sollte doch ein verlockendes Ziel sein für den Schleim. Na komm schon. Greif das Krokodil an. Aua! Also die Runde hat wirklich wehgetan. So, solche Kreaturen mit nur einem Lebenspunkt sind gegen Jaina Proudmoore relativ sinnbefreit, dass er jetzt mit seinem Feuerschlag, genau, den Wolfsreiter relativ billig ausschaltet. Ach, da ist schon wieder der Große. Aber hey, unsere beiden Felder sind gleich leer. Das heißt, ich hole mir eine neue Karte. Feuerball, sehr schön. Und hauen einen Feuerschlag rein. So, was hat er jetzt für mich parat? Das Dingo! Oh Gott, ich hasse dich! Scheiß Schildmeister. Ich glaube, das werde ich jetzt gleich bereuen. Weil er jetzt einfach sein Schaf zaubert und meinen Oger so lahmlegt. Kommt definitiv der Schiebzauber. Ja. Na also, wusste ich's euch. Arschloch. Ja, jetzt kommst du ja wohl stark vor, oder? Und ich bekomme nichts Vernünftiges, um den blöden Schildmeister wegzubekommen. Ich habe echt nichts anderes gehabt. Und ich muss ihn wegbekommen. Bitter. Echt bitter, dass ich den Feuerball jetzt auf den Schildmeister vergeudet habe. Seid ihr für das hier bereit? Oh. 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 Ich glaube, ich werde definitiv nach der Runde mal mein Deck reworken. Ja, ich weiß, das war jetzt so eine typische "Ich will ihn unbedingt weg haben" Aktion, aber was soll's. Aber nach der heutigen Episode werde ich mal mein Deck überarbeiten und die neuen Karten, die ich bekommen habe, reinbacken. Zurzeit fahre ich ja immer noch mit dem kompletten Starterdeck. Ja, in der Variante ist der Zauber böse. Für ein Mana
gleich 3 Schaden auf dem Spieler, also auf den feindlichen Spieler. Kann sich sehen lassen. So, jetzt muss ich ihm nur noch irgendwie 10 Schaden zufügen und dann kann ich ihn mit dem Feuerball rösten. Komm schon. Aufgepasst. Was? Zum Teufel. Ich bin bereit zu lernen. Gott, habe ich ein lahmes Starterdeck. Was die anderen für coole Karten haben. Ja. So, was kann die? Violette Ausbildnerin. Okay. Der ist cool. Der hier gehört mir. So, war vielleicht nicht der cleverste Zug jetzt, obwohl meine Nachtklinge zumindest durch... Nein, sie ist nicht geschützt. Jetzt kommt gleich der Feuerschlag von Jaina auf die Nachtklinge und dann habe ich da wieder 4 Schaden weniger. Unfair. Bäh. Ufer Gegner. Ja klar, jetzt habe ich eine Verwandlungskarte. Das war's. So. Jetzt wird's interessant. Egal was der jetzt für ein heftiges Monster raushaut, ich werde ihn verwandeln. Komm schon. Hau raus, dein bestes Monster. Gib's mir. Gib's mir. Hä? Was war das gerade für eine simpelfreite Aktion? Ja, das verstehe ich jetzt noch, die Aktion. Aber das davor? Ach, toll. Irgendwie scheint es mir so, als hätten wir gerade beide nicht wirklich was auf der Hand, um anzugreifen, aber wir müssen es jetzt irgendwie so totcasten. Und ich sitze da leider am kürzeren Hebel momentan, wenn er mir jetzt das Monster weghaut. Ah! Und jetzt kommt noch der Zauber drauf. So, jetzt wäre ein Monster nett. Bitte, danke. Oh ja. Sehr schön. Dann legen wir mal dich raus. Verwandeln dich. Und hauen den drauf. So. Ja. Lief ganz brauchbar. Jetzt wäre schön, eine meiner Karten zu ziehen, mit der ich 2 neue Karten ziehen kann. Und irgendwie bräuchte ich... Oh, Schande. Ja, die will ich haben. Bitte Arkane Intelligenz. Oh, da werden langsam viele Kreaturen auf ihrer Feldhälfte. Oder auf seiner Feldhälfte, keine Ahnung. Ernsthaft? Ernsthaft? So, jetzt bin ich punktemäßig vorne. Cool bleiben. Nur noch 2 Lebenspunkte. Dann habe ich ihn, sie, es, was auch immer. Das geht schon. Noch kann ich nicht direkt angegriffen werden. Jetzt kann ich gleich direkt angegriffen werden. Nein! Nein! Oh! Shit! Das war haarscharf. Na gut. Das muss ich zugeben, war ein spannendes Spiel. Jaina gegen Jaina. Warum kämpfe ich immer nur gegen Jaina? Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Ja gut, lassen wir die Karten. Boah.
das war's auch schon von mir. Und hoffentlich macht jetzt der das gleiche. Milord. Milord. Ich nenne ihn Milli. Wow. Was hat Milli denn jetzt vor? Okay. Die Variante ist, ich sag jetzt mal, interessant. Na los, Milli, komm schon. Ja, den einen Schaden kann ich verkraften. Ich habe jetzt nichts für 3 Mana. Nur für 4 Mana, da muss ich halt die hier spielen. Und vielleicht gibt es ja was für 1 Mana. Nö, gibt's nicht. Dann schaffe ich eben den Gleichstand. Jetzt wird er mir meinen Raptor wegschießen. Eingeschlafen oder... Wahrscheinlich ist das ein Mathematiker und der berechnet gerade die perfekte Strategie. Ja, und das Beste, was mir eingefallen ist, war das. Ich werde jetzt ein wenig meine Defense verbessern. Und in eine kleine reinhauen. Und dann punktemäßig in Führung gehen. Ja, ein mickriger Lebenspunkt, der uns momentan trennt. Das ist unglaublich viel. Und oh, Scheibe. Ich mag dieses Element da nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Und deshalb wird es auch gleich geschiebt. Wenn ihr meint. So, und in der nächsten Runde werde ich, glaube ich, beide Schlachtzugsleiter rauslegen, falls es gerade Sinn macht. Wäre irgendwie lustig. Vor allem, na, es wäre doch ein, zwei kleinere, schwächere Monster interessanter, weil dann der Schaden doch beträchtlicher steigen würde. Was soll ich nur tun? Wie wäre es mit ziehen? Beziehungsweise eine Karte spielen und... Nee. Das ist nicht lustig. Sofa Spieler. Hat er meine Karte putt. Jetzt bitte mich gleich schieben. Ja, war ja klar. Und jetzt kommt der Feuerball nach. Nein! Ein hässlicher Schlammvieh. So. Edge. Ein blödes Schlammvieh ist jetzt im Eimer. Dann spiele ich die Karte und die Karte und greife nochmal an. Fertig. So, ich hoffe, er hat jetzt nicht diese arkane Aura, mit der er jeder Kreatur einen Schadenspunkt zufügt. Weil wenn nicht, kommen in der nächsten Runde die beiden und dann machen, das macht dann schön Schaden. Zwei Diener mit Spott, ich glaub es nicht. Macht er mir meine 2-1er kaputt? Nein. Das ist interessant. So. Nehmt das. Jetzt werden wir die beiden erledigen. Und direkt angreifen.
So, das dürfte uns meinen lieben Kontrahenten jetzt in eine ziemlich dringliche, druckmäßige Situation. Ach, du Scheiße. Oh, ach du Scheiße. Gerade eben wollte ich mich noch darüber aufregen, dass ich so, fahrlässig oder, nachlässig war. Als er mich mit der Karte... Nutzlos. Oh. Als er mit der Karte meiner sämtlichen Kreaturen beraubt hat. Ja, das war ein heftiger Schlag. Der Flammenstoß. Aber jetzt finishen wir ihn einfach. Tja, so schnell kann es gehen. Hui, und ich habe Gold bekommen. Sexy. Jaina gegen Hey, wir kämpfen mal nicht gegen Jaina. Das ist ja eine richtige Abwechslung. Ja. Sieht brauchbar aus, die Starthand. Aber der Gegner ist dran. Gut. Na komm schon, Grellack. Kann ich Bedarf würfeln? Grüße. Okay, Todesröcheln, das ist für mich jetzt gerade neu. Aha, Effekt tritt ein, wenn die Karte zerstört wird. Ja, da passt der Name Todesröcheln. Ich mag die Hintergrundmusik. Die ist so schön ruhig, entspannend und... Oh Scheiße, ich hasse den Bären. Ich bringe euch zur Strecke. Ach, halt die Klappe. Ich könnte jetzt... mit einem mit Ansturm ausspielen und den Bären niederreißen, dann den niederreißen mit dem Gnomen und dann angreifen, und das mache ich jetzt auch. So, damit habe ich jetzt, glaube ich, ein Statement gesetzt. Ich weiß zwar noch nicht welches Statement, aber ich habe eins gesetzt. Hey, ich kann mit den Dingen hier rumspielen. Ha, geil. Oh, shit. Nicht geil, was da gerade gekommen ist. Ein 4-4er mit Spott. Wie kriege ich den weg? Ich würde sagen so. Da kann ich nichts herumspielen. Aber ich kann im Wasserfall planschen. Haha. Kann ich hier Feuer machen? Oh, cool, ich kann Feuer machen. Moment, bin ich dran oder? Nein, er ist dran. Oh, schon wieder so ein dämlicher Spottvieh. Wie viel davon hat er denn bitte? Ein Schaf ist ein Wildtier? Ernsthaft? Schafe sind doch keine... Wildtiere. Was soll der Mist? Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Also es geht mir jetzt überhaupt nicht, wenn das Schafe Wildtiere sind. Und wer hat das Feuer schon wieder ausgemacht? Wir können hier den Teppich abstauben. Oh, schon wieder so ein zufälliges Wildtier. Und natürlich wieder dieser scheiß 4-4-Spotter. Oh, ich bekomme langsam Aggressionen gegen Spotter.
So, ich hätte jetzt gerne eine Fege, das gegnerische Spielfeld-Leerkarte. Ja, das reicht für den Anfang. Solider Start, hätte ich gesagt. Dann spielen wir dich. Und zerstören mal den. Und dann mache ich es noch so. Und so. Und so. Und schon ist sein Feld leer. So. Das hat jetzt gut getan. Und das Feuer ist ja schon wieder aus. So. Hey, da ist ein neuer Teppich. Autsch. Autsch. Ihr erinnert euch noch daran, wie ich sagte, so diese 3-1 sind gegen Jaina langweilig? Ja, sind sie. Sie ist so wie eine Einmal-Kommst-Sache und... nein, ich sollte es aufhören, so Blödsinn zu reden. So. Jetzt in der nächsten Runde könnte ich mit den beiden schön Schaden reinwürgen. Außer er spielt jetzt einen Spotter aus. Das Feuer ist ja schon wieder aus. Langweilig! Und jetzt? Bleibst ein. Also, das finde ich jetzt überhaupt nicht lustig. Ganz und gar nicht. Dafür gibt's jetzt aufs Maul. Sie werden nicht wissen, wie man kostet meinen Stahl. So, das hat er jetzt davon, dass er so garstig war zu meinen Kreaturen. Oberstenkarten zieht eine davon und wirft die anderen. Und werft die anderen. Anderen beiden ab. Okay. Geladen und entsichert. Ups, ich habe gerade den Edelstein hier kaputt gemacht. Ja, ich weiß, ich lasse mich ein wenig vom Spielfeld ablenken. Gut, wir legen dich raus. Spielen den Zauber. Oh, ich hätte zuerst den anderen Zauber spielen sollen. Ja, genau aus dem Grund. Ja, ich hätte den Zauber zuerst spielen sollen, dann den auf den. Und dann hätte er direkt 3 Schaden abbekommen, sprich 2 Schadenspunkte mehr. Und ich hoffe, diese beiden Schadenspunkte werden jetzt mich nicht den Sieg kosten. Wenn doch, bin ich wohl selbst schuld. Oh oh. Oh oh. Ey, hör auf, den kaputt zu machen. Böse aus. Och, meine schöne Meuchlerin. Ich werde dich nie vergessen. So, und die behalten wir jetzt noch als kleinen Trumpf auf. In der nächsten Runde werden wir ihn noch nicht niederbekommen, wie ich fürchte. Meine Augen sind offen. Ja, gerade noch die Aktion nicht, wo er wieder Leben bekommen hat. Ich habe ein riesiges Gewehr. Ja, jetzt geht er wirklich aufs Ganze. Das werden jetzt alles All-Out-Manöver von ihm. Aber damit kann ich ihn jetzt ein wenig einbremsen. So, ach, den hätte ich auch angreifen können, weil dann wäre egal gewesen, womit er jetzt... Na, es ist jetzt eh egal. Egal, womit er den jetzt angreift, er wird auf jeden Fall einen... Nein, sogar 2 Monster opfern müssen, um den niederzubekommen. Außer er hat eine passende Karte auf der Hand, was ich jetzt mal nicht hoffe. Ich frage mich, ob... Okay, die Aktion verstehe ich nicht ganz. Er hätte das eher bei dem machen müssen. Dann hätte er nur den gebraucht, um...
hier wegzubekommen. Nein, ich verstehe die Aktion gerade überhaupt nicht, die er gemacht hat. Jetzt greift er mit dem den hier an und dann mich direkt. So würde ich zumindest machen. Ja, genau. Und jetzt direkt auf mich. Was? Warum? Also, die Aktion checke ich jetzt nicht ganz. Na gut. Jetzt habe ich noch die Chance. Ich könnte ihn rein theoretisch nächste Runde besiegen, wenn da nichts Blödes kommt. Und da kommt was Blödes. Ach, Schande. Komm, jetzt bitte ein Monster. Ja, die Nachtklinge. Perfekt. Und das ist der Sieg, Leute. Haha. So macht man das. Sehr schön. Und für mich gibt es die nächste Karte. Geld für vernichtete Diener. Oh. Nett. Naja. An der Stelle möchte ich mich fürs Dabeisein bei euch bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Demnächst, wahrscheinlich morgen, gibt es auch schon wieder die nächste Episode mit den nächsten Duellen. Aber bis dahin werde ich mein Deck ein wenig auffrisieren. Mittlerweile habe ich ja schon ein, zwei nette Karten bekommen, die ich reinpacken möchte. Und dafür ein, zwei, die ich rausnehmen möchte. Also dann. Alles Gute und bis demnächst.